Am alten Strom reihen sich die schmucken Fischerhäuschen, viele mit Glaskästchen versehen, ehemals unbeheizten Holzglasveranden, mit denen die Fischer ihre Häuser für die Badegäste umgestalteten. Das Bild Warnemündes ist geprägt von kleineren Bürgerhäusern aus der Gründerzeit. Viele wurden inzwischen aufwendig renoviert. Warnemünde, Warnemünde, gibt's nur einmal auf der Welt. Am Fuße des Leuchtturms steht Warnemündes sogenannter Teepot. Ein Gebäude mit muschelförmigem Betondach aus dem Jahr 1967. Vom Leuchtturm aus hat man einen wunderbaren Ausblick über ganz Warnemünde. Freundliche Straßenmusikanten musizieren auf der Brücke. Mit rauen Manieren und Sitten. In Warnemünde kann man täglich neue Kreuzfahrtschiffe bewundern. In jedem Land.